Es ist an der Zeit für eine Runde The Binding of Isaac. Ich habe zuletzt den Run gewonnen, wie ihr seht. Ich will nicht zu sehr angeben, aber das war eine enorme Leistung. Du Gott, ich kann nicht reden. Ich will wieder Random Character machen und sehen, was passiert. RB. Ich würde sagen, wir machen Random Tainted, okay? Was haben wir denn mit Tainted Apollyon alles zu tun? Was können wir denn Schönes machen? Wie klingt der Lärm für euch? Das Repentance ist das aktuelle Isaac-Game, das aktuellste DLC. Es ist immer noch das, ich meine jetzt nicht, es gab das erste Isaac-Spiel, danach kam Rebirth raus im Jahr 2014. Seitdem kamen DLCs dafür. Das heißt also prinzipiell noch Rebirth. Außerdem von Chefra07, zwei Monate, Resub, wie vielen Dank, genau. Jo, Darkroom. Gehen wir Darkroom. Darkroom ist einfach. Darkroom ist einfach, er kommt mir entgegen. Ab jetzt werde ich ganz meine Seele ihm geben. Im Original ging es dabei um den Führer. Es war eine Sekte bei den Simpsons, keine Sorge. So, Tainted Apollyon war der, der aus Items Fliegen machen kann. Denn wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen und so weiter. Kann man sich gar nicht erst vorstellen, sowas. Wie stehen wir zu Headless Baby? Kann ich mich bitte in Ruhe lassen? Headless Baby mitnehmen, oder? Ich meine, es bringt Conjoint. Ich glaube, das werde ich, da werde ich ja ein bisschen. Conjoint, also ja. Ich will so Fliege machen. Ja, Conjoint ist an sich immer gut, aber... Wie setze ich das Item mit R1? Aber Headless Baby bringt mir keine DPS und... Ich werde ziemlich schnell Probleme bekommen. Also es bringt mir ein bisschen DPS, aber gegen die meisten Dinge nicht. Ich werde schnell Probleme haben, wenn wir keine DPS haben. Relativ früh im Run. Und die roten Fliegen sind natürlich immer ein guter Weg, um das hinzubekommen. Ist der Charakter eine Anspielung auf Junji Ito Uzumaki? Wahrscheinlich. Hauptsächlich basieren sie alle auf Bibelcharakteren. Wahrscheinlich ist es eine Anspielung auf irgendeinen Bibelcharakter. Also beides. Das ist so eine Situation wie... Wow, Jazz. Ich wusste gar nicht, dass das Person ein eigenes Musikgenre bekommen hat. Oh, das war guter Schaden. Hallo? Hallöchen? Apropos Hallöchen. Ich habe... Moment, erzähle ich auch in Ribbit King. Egal. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen, mit Hallöchen meine ich, ich musste an das jetzt große Pause denken. Dabei muss ich an andere klassische Super-RTL-Serien denken. Ich habe die letzten Tage ein bisschen typisch Andy geschaut. Ich will dazu noch ein Video machen. Und diese Serie ist tatsächlich gar nicht mal so übel, wie man meinen würde. Ist ziemlich okay gealtert. Auch wenn seine Catchphrase absolut grauenhaft ist. Seine Catchphrase ist nämlich, Zahlen bitte! Was soll die Catchphrase, was ist die Catchphrase im Original? Ich habe das Gefühl, dass irgendwas, was im Englischen besser funktioniert. Was ist Zahlen bitte im Original? Jo, ich liebe typisch Andy. Zu Recht, zu Recht. Seht ihr das? Das nehmen wir mit. Das Intro ist ein Banger, also das erste. Das zweite ist auch ein Banger. Das dritte dann nicht mehr so sehr. Check, please. Oh ja, das ist, oh. Shit, select mache ich die Karte. Ich versuche mir anzugewöhnen, Isaac mit Controller zu spielen. Müsst ihr wissen. Wenn ich mehr Bomben hätte, könnte ich hier ein paar nette Dinge machen. Aber gut. Ich kann auch eine Bombe mitnehmen. Es gibt mehrere Intros, habe ich wohl verdrängt. Ja, ich kann mich ans zweite auch nur dunkel erinnern, aber es gibt insgesamt 3 Seasons tatsächlich. Aber ja, die erste ist schon, populärste. Ja, ich glaube, ich will also Azazel Stump nicht. Ja, wir nehmen es trotzdem mit.
Es gab ein paar klassische Folgen, wie zum Beispiel die, in der er tot spielt und seine Familie dann mitmacht. Weil die Sache ist, sie haben so bei so einem örtlichen Freizeitparkteil haben sie sowas eingerichtet, dass, oh nein, nicht der Pipi-Mann Isaac. Haben sie was eingerichtet, dass Leute, dass Andy auf so einem Sprungbrett quasi sitzt und Leute dann Bälle werfen können, um ihn ins Wasser fallen zu lassen. Der hat keine Lust drauf, dann spielt er tot. Dann machen die Eltern mit und sagen, dann gehen sie mit seiner vermeintlichen Leiche zum Burgerladen und sagen, oh nein, Andy, wenn du jetzt nur diesen köstlichen, oh Gott, keine Ahnung, was der Burger, wie der Laden hieß, wenn du das probieren könntest, das war eine sehr klassische Folge. C und Pappig, oh mein Gott, C und Pappig, ja, das war so unangenehm. Einmal zäh und pappig. Zweimal zäh und pappig. Blank Rune. Wenn wir mal Itemraum dann einsetzen und schauen, was passiert. Was man so mit seinem toten Sohn macht. Ich meine, sie wussten, dass ihr Sohn der Scherzbold, dass er nicht wirklich tot ist. Beste Folge ist, wo sie den Band gründen. Die habe ich noch nicht gesehen, aber ich weiß, dieses Lied spukt seit immer in meinem Kopf herum. Der gute Hit von Delivery. Delivery! Delivery! Beste war der Pizzaliefertyp. Yeah. Die Fusse auf den Marshmallows. Ja, und die Marshmallows hat dann auch der eine Hund dran geschleckt. Also hat der Andy nicht davon abgehalten. Und eine Folge gab es auch. Da sind sie mit dem Zug unterwegs gewesen und wollten einen Zugabteil für sich haben, aus irgendwelchen Gründen. Und dann hat Andy so getan, als würde er kotzen. Sie wollten eine alte Frau loswerden. Oh, ich bin Azazel geworden. Hat Andy so getan, als würde er kotzen. Dafür hatte er so Maissoße dabei. Und dann, damit sie die alte Frau loswerden, hat er dann, Maissoße, es war dann in so einer, keine Ahnung, so einer Tüte oder so drin. Weil, was man halt macht, wenn man kotzt. Haben sie so getan, als würden sie das essen. Hat er einen Löffel genommen. Ja, und die Oma hat es dann auch mitgegessen. Oh mein Gott. Die Szene werde ich in das Video auf jeden Fall reinschneiden. Denn oh mein Gott. Ich bin so schlecht beim Gedanken. Ja, es ist super. Vor allem die Oma weiß nicht, dass es was anderes. Yo. Wäre ich jetzt mal auf Conjoint gegangen. Ich weiß. Aber Seraphim early im Game bekommen. Absolutes Highlight soweit. Ein Hochlicht. Eine der wenigen Sachen, an die ich mich noch erinnern kann. Ich konnte mich aus irgendwelchen Gründen ziemlich gut an die Folge erinnern, wo sie... Ich glaube, dass die Nacht auf Halloween, keine Ahnung, anscheinend... Ich meine, okay, gibt's, wo sie erstmal einen Streich gespielt. Aber war niemand im Kostüm unterwegs oder so. Und da wollte sie dann auch, keine Ahnung, einen Streich spielen. Dann haben sie gemerkt, dass jemand anders da war, der für sie, der immer die ganzen Streiche gespielt hat, die sie spielen wollten. Wie sie herausstellt, war es dann Andys Großvater und irgendwie noch ein paar andere random alte Leute. Und aus irgendwelchen Gründen konnte ich mich an die Folge so gut erinnern. Als sie einfach, weil, keine Ahnung, bei der Folge ist immer dunkel, während sie unterwegs sind, weil es immer Abend sind. Und irgendwie konnte ich mich super gut daran erinnern. Ich weiß nicht genau, warum. Will ich Devil Deal? Will ich nicht? Will ich? Ich glaube, ich will nicht. Trau mich nicht. Hagalas. Ich würde sagen, das ist eine Fliege für mich. Und weiter geht's. Wo die ist das die Folge, wo sie sagen, die Rentner sind Zombies? Genau die. Wo sie im Monat nur reimen durften. Ja, die Folge war ein bisschen nervig. Ich habe aber dank dieser Folge gelernt, was... ich habe gegoogelt, denn Andy muss am Ende den Reim auf Orange finden und der sagt dann Melange. Ich dachte mir immer, weil... Ich habe gegoogelt und es ist irgendwie... Keine Ahnung, wenn man... Ein französisches Wort dafür, wenn man Tee anrichtet oder sowas. So ein Schwachsinn halt. Lockdown gefällt mir gar nicht, aber... Ich bin mir sicher, ihr habt meinen Potato Run gesehen. 4 Herzen! 4 Herzen im Cursed Room. Also. Ich weiß, was ich machen werde.
Ich dachte, es wäre eine fancy Wortmischung. Es klingt wie ein Wort, das nicht wirklich existiert, aber... Doch. Es ist, ich habe extra nachgegoogelt. Aber ja, die gute Reihenfolge. Und natürlich die erste Folge. Poison Tears will ich haben. Die erste typische, die Folge war die, wo er mit seiner Schwester, keine Ahnung, wo sie so einen Ball in der Schule haben. Und Andy zieht sich dann ein Kleid an und geht mit dem Schul-Baseball-Spieler tanzen und so, um seine Schwester eifersüchtig zu machen. Was eine komische erste Folge ist. Aber das war auch eine klassische Folge. Oder die Folge, wo Andy im Einkaufszentrum pinkeln muss. Oh, die fand ich unangenehm. Das mochte ich gar nicht. Das war mir sehr unangenehm. So, hier haben wir auch noch ein Herz für 3 Cent zu kaufen. Was ziemlich gut ist. So, pass mal auf, ich werde mal die Haufen aufmachen. Denn wir werden bestimmt früher oder später nochmal Azazel. Folge ist sehr schlecht gealtert. Warum? Habe immer TV umgeschaltet, als Fremdscham zu viel wurde. Das muss ich tatsächlich auch bei vielen Serien machen, immer. Ich bin relativ anfällig für den Kringel-Effekt. Starke Pille? Ich wünschte, ich hätte sie nur ein bisschen später jetzt eingesetzt. Denn, oh, übrigens, die Poison Tears carryen gerade absolut. Ah, denn ich will noch in dem Dingens Room, da noch ein bisschen drauf gehen. So, das ist Spawner Gertie, wenn mich nicht alles täuscht. Heutzutage geht ja keiner mehr im Einkaufszentrum pinkeln, dafür gibt es ja schließlich Apps. Ich hätte gerne eine App, in die ich reinpinkeln kann. Und morgen Dark Souls 3? Ja. Yeah. Also ich würde sagen, das war, da ist mir die Entscheidung nicht schwer gefallen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich noch mindestens ein Soul Heart rausbekomme im Cursed Room. Mit Cursed Room meine ich im Sacrifice Room. Und dementsprechend sollte sich das alles, sollte sich lohnen. Hier wäre es wieder sehr hilfreich, wenn ich fliegen könnte. Wo ist ja das Fliegen im Spiel hilfreich ist, um an Dinge ranzukommen? Ich hatte auch keine Ahnung. Du hast mal Jak and Daxter gespielt. Hast du Lust, Ratchet & Clank zu spielen? Sind richtig gut. Ratchet & Clank gehen mir immer zu lang. Ich habe einige Ratchet & Clank-Teile gespielt. Ich habe nicht allzu viele durchgespielt, weil irgendwie... Keine Ahnung, die Spiele gehen immer 5 Stunden länger, als sie für mich noch interessant sind. Das ist doch ein Sacred Heart. Bleib stehen, Sacred Heart. Glücklicherweise wollen wir sogar nach Shoal gehen. Dementsprechend nehmen wir das mit. Stark. Starke Ausbeute ist das. Das PS5-Teil ist nicht so lang. Ja, aber ich habe keine PS5. PS4-Teil war, denke ich, auch super gut vom Pacing her. PSP-Teil mochte ich auch. Aber Ratchet & Clank, also das Original, der originale Teil 1. Okay, da habe ich den letzten Boss nicht geschafft. Ich habe es an sich ansonsten durchgespielt. Ratchet & Clank 2 habe ich nicht durchgespielt, weil es mir auch viel zu lange ging. Und ich habe gar nicht gesagt, keine Ahnung von den PS3-Teilen. Ich habe ansonsten nur Teil 1 und 2 gespielt, so wirklich. Fake Gamer, keine PS5. Yeah. Dann geht mir Ratchet & Clank und... Ich meine, es gibt noch ein Demon's Souls Remake.
Aber eine PSP. Ich habe zwei PSPs. Und wenn die Post heute gekommen wäre, hätte ich jetzt drei. Und Final Fantasy 16. Für wie lange ist Final Fantasy 16 dann exklusiv? Oh, fies. Eine miese Brise war das. Das gefällt mir überhaupt nicht. Die anderen beiden Spiele, die es gibt, lohnen sich auch. Ich will eher dieses Astro Playroom oder wie auch immer das heißt. Das will ich auf jeden Fall spielen. Aber ja, ist halt... Ja. Generell das Gefühl, dass diese Konsolengeneration so belanglos ist wie eigentlich nie eine. Zumindest wenn man PC hat. Astros Playroom ist unironisch das beste PS5-Spiel aktuell und ich lüge nicht mal. Ja, es scheint auch super cool zu sein. Ich will es auch wirklich spielen. Ist echt komisch, dass es so wenig gibt, selbst nach Jahren. Ja, ich meine, anfangs konnte man auch sagen, ja gut, es war Covid und sowas und da ging alles drunter und drüber. Aber irgendwie, es kommt halt echt nichts. Nicht mal Nintendo macht mehr wirklich Spiele. Kommt irgendwie auch nichts mehr wirklich. Außer Strecken aus dem Mobile-Gacha-Spiel in Mario Kart 8, die fürchterlich sind. Ist God of War 1 noch exklusiv? Oh, God of War... God of War 2 meine ich. Genau, ist nicht ganz exklusiv. Das kam ja auch für... es müsste auch auf PS4, glaube ich, rausgekommen sein. Ansonsten wahrscheinlich, könnte das als exklusiv... Oder? Kam es auf PS4 auch raus? Ich bin ein Spiel, das auf PS4 kommt. So. Was bekommen wir? Yes! Nur vom Feinsten! Und dann nehmen wir direkt den nächsten noch mit. Da holen wir noch den alten Gabriel ab. Dieses Jahr gab es noch zwei fette Sony-Titel. Gab es? Ich meine, 2022, logischerweise, aber ich lasse diesen Patzer mal gelten. Gab es echt auf der PS4? Ja, würde mich auch wundern, wenn sie es nicht auf die PS4 noch bringen würden. Denn PS4 haben immer noch viele Leute. Horizon 2 kam 22 auch raus. Was halt auch wieder nebenbei auf PS4 rauskam, aber ja. Wäre ja am besten, wenn man alles am PC spielen könnte. Ich meine, Microsoft-Spiele kommen alle auf PC inzwischen. Und Sony portet auch nach und nach alle Spiele auf PC. Außer Bloodborne! Aber ja, das heißt, früher oder später, keine Ahnung. Ich bin ganz froh, dass der PC immer relevanter wird als Gaming-Plattform wieder. Nachdem er für einige Zeit sehr, sehr verpönt war. Horizon 2 ging so unter wegen Elden Ring. Ja, pass auf, Zombie. Ich habe gesehen, dass du es auf schwer spielst. Ich habe es mir auch direkt vorbestellt, als rauskam, dachte ich mir, ja, wenn er das schafft, dann kann ich Horizon 2 auch auf schwer spielen. Da habe ich es gespielt. Das Spiel hat kein Autosave, wie ich herausgefunden habe. Und relativ, ich war dann, keine Ahnung, nach dem ersten Dorf war ich ein bisschen unterwegs. Und dann habe ich auch so ein paar kleine Lager mit Gegnern gemacht und so. Und dachte mir, ja, ist ganz nett. Keine Ahnung, 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so. Und dann wurde ich von so einem fucking Gegner einfach zu Tode getreten. Instant. Und dann war ich wieder komplett am Anfang, bevor ich überhaupt im ersten Dorf war. Und dann habe ich es aufgehört und ich habe seitdem nie wieder gestartet. Ich sollte einfach auf normal umstellen und es vielleicht nochmal versuchen, aber es nagt noch immer an mir. Es nagt noch immer an mir, dass dieses dumme... Was war das für ein komisches Reh? Dass der mich einfach weggekickt hat, dann war ich instant tot. Half down! Da genehmige ich mir doch nur eine Fliege. Also von Mr. Monk, 20 Monate, Resub, vielen lieben Dank. Horizon 2 gibt's glaube ich nicht für PS4. Ja, aber wo habe ich es dann gespielt? Wo habe ich es dann gespielt, wenn es nicht auf PS4 rauskam?
Die haben mich auch so oft gewonshot am Anfang, aber irgendwo auch lustig, von so einem Reh gerackt zu werden. Yeah. Oh, aber so viel Spielfortschritt dann verlieren. Oh, das war. Und kurz darauf kam dann natürlich sowieso Elden Ring raus und Elden Ring war dann genug Open World für mich für den Rest des Jahres. Dann kam noch Pokémon raus, was dann mehr Open World war, als ich mir eigentlich für das Jahr gewünscht hatte. Das ist übrigens eine Sache, die mir aktuell gar nicht gefällt, dass irgendwie alle Spiele wirklich nur noch Open World sind. Circle of Protection ist okay. Ich habe das Gefühl, ich hätte gerne mal wieder Spiele, die keine 50 Stunden gehen und voll mit belanglosen Content sind. Wir machen das zur Fliege. Aktuell geht doch schon seit Jahren. Ja, aber aktuell wurden noch so viele rein, die davor nicht Open World waren. Open World, Pokémon und Souls meine ich damit. Das heißt, die sind jetzt auch Open World gegangen. Das sind Spiele, die ich tatsächlich auch gespielt habe. Aber ja, und inzwischen ist auf jeden Fall bei mir auch der Punkt angekommen, wo ich es sehr ermüdend finde. Zum Beispiel, was ich auch letztens gespielt habe, es war für sein Video, wo ich Resident Evil 7 durchgespielt habe. Ja, ich habe es gestartet und nach, keine Ahnung, was war das, 9 Stunden war ich durch. Ist halt sehr angenehm. Ja, ich habe soweit alles gesehen. Ohne, dass ich 50 Stunden investieren muss. Klar, ich weiß aber auch nicht, ob wir davon jemals wieder zurückgehen werden. Ich habe das Gefühl, dass einfach für die Massen sehr, ist einfach sehr appealing, dass sie einfach dieses riesige Spiel haben, mit unglaublich viel Sachen zu tun und sowas. Ich meine, Leute lieben auch GTA 5 mehr als alles. Ich denke, es wird dabei bleiben. Vor allem die Open-World-Spiele, die Open-World gegangen sind, sind damit jetzt auch in den letzten Jahren super erfolgreich gewesen. Also mehr Story-Horror-Games. Ich meine, vielleicht. Was ist das gerade für ein Raum hier? Ich weiß nicht, warum ich überhaupt das Feuer ausmache, denn ich habe nicht mal eine Bombe, die ich hier abgeben könnte. Viele Open Worlds sind so schrecklich. Ich meine, alle Open Worlds sind ein bisschen, keine Ahnung, sind alle nicht so gut irgendwie. Sind alle halt viel schlechter als ein richtig designtes Spiel. So war es immer und so wird es auch immer bleiben. Es gibt nur wenige Open Worlds, die mir gefallen. Und nicht sogar nur eines, das war Breath of the Wild. Breath of the Wild war okay, die Open World und sowas, aber ich sehe immer nicht ganz, warum für viele Leute die Open World von Breath of the Wild so viel anders war. Ich hatte das Gefühl, dass sie genauso wie alle anderen Open Worlds war. So einfach generell ein nettes, atmosphärisches Spiel mit vielen kleinen Mechaniken, die man ausnutzen kann, wo man viel Schabernack treiben kann. Aber die Open World selber, habe ich nie ganz gesehen, wo der große Unterschied liegt. Gleiches gilt für Elden Ring. Elden Ring wird ungemein runtergezogen von der Open World sogar. Ich habe nicht mal eine Bombe bekommen, wirklich? Gott, diese Ebene. Open World fühlt sich halt auch wie eine Ausrede aus, das Weltdesign zu vernachlässigen. Oh, ich liebe übrigens dieses Video. So ein bisschen. Nicht Open World Zelda würde ich Breath of the Wild bevorzugen. vorziehen. Ich würde mir, also, ich denke, Breath of the Wild ist ganz spaßig und sowas, aber ich würde mir wünschen, dass sie das itembasierte Zelda nicht komplett aufgeben. Das heißt, das ist so eine Sache, die mich durchaus freuen würde. Ich habe Weihnachten über auch wieder ein bisschen Ocarina of Time Randomizer gespielt und ziemlich spaßig, so am Rande. Au. Au, was hat denn der sich einfach bei mich reingeschoben? Was ein Arschloch. Ich mag es nicht, dass Open Worlds immer so zwanghaft riesig gemacht werden. Die Welt dann einfach leer ist. Ja. Man hat in Breath of the Wild sehr viel Freiheit und konnte überall zumindest eine Kleinigkeit entdecken. Elden Ring hingegen ist einfach nichts. Ja. Breath of the Wild hat keine Checklist zum Abarbeiten. Das mochte ich. Ja, aber. Ja. Ich meine, ich habe auch nicht allzu viele von den üblichen Ubisoft Open Worlds und sowas gespielt, soll ich dazu sagen.
Denn das Konzept, bei mir war die Sache, ich habe immer viel Gutes von Far Cry 3 gehört. Dann habe ich Far Cry 3 mal gespielt. Da war, glaube ich, damals noch nicht mal Far Cry 4 draußen. Das war noch relativ aktuell. Und ich dachte mir, das ist einfach da 1 zu 1 jetzt gleich wie Far Cry 2. Und dann habe ich es beendet. Nur war die Welt irgendwie viel uninteressanter. Das heißt, das war an dem Punkt, da war ich, was Ubisoft Open Worlds angeht, schon ziemlich raus. Oh, das ist eine XL-Ebene hier. Das ist nicht gut. Wir haben eine miserable Angel-Chance hier. So, was ist dieser Damage hier gerade? Achso, der ist wahrscheinlich immun gegen Gift gewesen. Rotten Meat? Nö. Nö. Dann nehme ich mir lieber noch eine Fliege mit. In Elden Ring sieht die Welt immer interessant aus. Ja. Was aktuell eine ganz nette Sache ist, ist, ich habe mich bei Keymailer angemeldet. So eine Website, bei der man, keine Ahnung, kannst halt einfach, ach Gott. Für irgendwelche Streamer oder Leute, die Spiele machen und sowas. Kann man dann einfach, also für mich als Influencer der Gaming-Welt, läuft es darauf hinaus, dass ich einfach, man sieht halt Spiele und kann ich einen Key davon beantragen und schauen, ob ich den bekomme oder so. Ich habe das Gefühl, da habe ich einige coole Spiele gesehen. Das ist aktuell so meine Hoffnung, dass ich damit, Judgment, nehmen wir mal mit. Ich damit an das ein oder andere nette Spiel kommen werde, beziehungsweise das ein oder andere nette Spiel kennenlernen werde, denn ja, keine Ahnung. AAA ist irgendwie viel zu groß geworden. Kann ich das auch? Nein, vielleicht. Keine Ahnung. kann schon sein, dass du den einen oder anderen Key bekommst. Kannst sagen, ich habe 50 Follower und dann stellst du auf Play, then decide. Vielleicht wirst du sogar was bekommen, keine Ahnung. Aber ja, ich habe das Gefühl, was mich relativ stört daran ist einfach die... Warte, klingelt das? Ich habe keine Ahnung, ich glaube, es war die Musik. Nein, es ist die Musik im Spiel. Ah, was mich ein bisschen stört, ist, dass Spiele irgendwie so unendlich riesig wurden. Und damit werden sie auch super teuer. Zum Beispiel, wenn man, PS5-Spiele denkt, die einfach inzwischen super... Wie viel kostet ein PS5-Spiel? Waren es 70 oder 80 Euro? Also wenn man vom regulären UVP-Preis oder sowas ausgeht. Was einfach so teuer ist. Und ich habe immer das Gefühl, ich mag diese ganzen super riesigen Spiele nicht. Ich mochte eigentlich immer kleinere Spiele, die dafür ein paar kreative Dinge machen konnten. Aber ich meine, ich weiß, dass Spiele inzwischen immer größer und teurer wurden und sowas, aber irgendwie... Ich mag das überhaupt nicht. Und unfertig? Ja, das kommt auch dazu, aber keine Ahnung. Das Gefühl, diese komplett charakterlosen, durchproduzierten Spiele sind, ist grauenhaft. Absolut grauenhaft. Jetzt wäre mir doch ein Goldraum irgendwo. Breath of the Wild hat man gefühlt nie was Vernünftiges fürs Erkunden bekommen. Ja, yeah, Breath of the Wild wäre halt, Erkunden wäre ein bisschen... Es wäre ein bisschen netter, wenn die Schreine nicht komplett shit wären. Wenn man irgendwann das Gefühl hätte, dass man was davon hat, dass man den Schrein aufsucht, also gameplay-technisch. Die sind irgendwie mehr Mittel zum Zweck. Ja, wir setzen es mal ein, auch wenn dann der Biss wieder nicht aufgeladen wird. Und derzeit Ratchet & Clank-Titel nach, hab deshalb vorhin gefragt, nach der Trilogie gibt es nämlich noch die Fortsetzung auf der PS3, bin süchtig gewesen. Ja, die PS3-Teile will ich auch mal reinschauen. Ja, die sollten auch nicht ewig lang gehen. Ich habe keine Bombe. Ich habe Bomben. Will ich die Tränen mitnehmen? Ja oder nein?
Ich glaube, ich will sie nicht mitnehmen. Was würdet ihr sagen? Um meine Waffe zu replacen, dass sie ständig kaputt gehen, genau wie die Gegner, die einfach irgendwo in der Welt platziert sind. Das Waffensystem aus Breath of the Wild mochte ich sehr. Muss ich sagen. Mitnehmen? Okay, mitnehmen. Ich kann mir noch nicht ganz merken, mit welcher Taste ich die Bomben lege, mit welcher ich dann ein Item mache. Vor allem finde ich das Waffensystem aus Breath of the Wild sehr viel interessanter als das, was man zum Beispiel in den Souls-Spielen oder sowas hat, wo man eine fucking Waffe upgradet und dann, man hat nicht wirklich die Möglichkeit, sich mit anderen Waffen auseinanderzusetzen. Wo man dafür. Okay, wisst ihr was? Wir gehen da außen rum. Wo man super viel Ressourcen investieren muss. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, man wird immer bestraft, Dinge auszuprobieren. Bei Breath of the Wild dagegen bist du quasi gezwungen, dich mit verschiedenen Waffen auseinanderzusetzen. Ich denke, es wäre insgesamt eher eine positive Sache für mich. Ah, Bloom Map nehmen wir mit. Und mehr nehmen wir nicht mit, weil ich kein Geld habe. Cool. Oder ich kann noch ein Secret Room mitnehmen. Eldring war da sehr viel schlimmer, finde ich. Ja, ne, ich meine, Eldring kannst du dann später auch alle Upgrade-Materialien und sowas kaufen, aber ja. Ich denke, sie hätten es schon viel früher in den Soul-Spielen so machen sollen, dass man nicht eine Waffe levelt, sondern dass man quasi irgendwie ein Training macht oder so für verschiedene Waffenarten. Dass du einfach im Umgang dann mit, keine Ahnung, mit Langschwertern gelevelt bist. Wenn du tatsächlich auch ein bisschen dann Waffen durchwechseln kannst. Ich meine, von mir aus können Bosswaffen und sowas noch ihre eigenen Upgrade-Materialien haben, aber generell bei normalen Basic-Waffen wird man halt echt nur dafür bestraft, dass man verschiedene Waffen ausprobiert. Später, wenn du am Ende des Spiels bist. Ich meine, du kannst auch früher schon relativ viel davon holen, wenn du weißt, wo du hin musst, aber ich denke, es trifft auf die meisten Open-World-Spiele zu, dass du einiges holen kannst, wenn du weißt, wo du hin willst. Das wäre so viel besser. Ja. Yeah. Ich denke, es wäre ein sehr viel spaßigeres Konzept, aber. Yeah. An dem Punkt werden sie es wohl kaum mehr einführen. Also wie bei Neo. Ist das bei Neo so? Dann ist das ein gutes Konzept. Macht aber auch nicht wirklich einen Unterschied, ob man Waffenlevel grindet oder Upgrade-Materialien, denke ich. Naja, doch. Du musst dann ja nur einmal das Zeug upgraden und nicht bei jeder Waffe aufs Neue. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Oh oh. Ich bin ziemlich langsam, kann das sein? Nein, ich habe Speed von 1. Au. 1 ist eigentlich okay. Irgendwann werde ich aufhören, mich von Mom zerstampfen zu lassen. Das habe ich gerade gesagt. Oh mein Gott. Das war absolut miserabel. So, und wir wollen in den Dark Room. Aber ist okay, wir haben doch alles unter Kontrolle. Eins ist ziemlich langsam. Meinst du Neo? Ich habe Neo 1 ein bisschen mal gespielt, aber auch echt nicht viel. Oh nein, hier kann ich die Fliegen gar nicht sehen. Das ist nicht schön. Das wünscht man sich nicht. Das wünscht man sich überhaupt nicht. Zumindest kann man ein Eldringes Element von Waffenmännern ohne dafür Materialien zu verlieren. Nicht so wie in Dark Souls davor. Ich meine, Dark Souls davor wollte man das Element der Waffen üblicherweise nicht ändern. Vor allem Elementarwaffen waren immer höchst scheiße. In Dark Souls 2 vielleicht nicht, aber ich will jetzt nicht der Typ sein, aber dafür war Dark Souls 2 generell höchst scheiße. Doch, ich will der Typ sein. So, das Polaroid ist aktiviert. Hier kann ich nicht ran. Ach, komm schon.
Warte, ich habe das Negativ, nicht das Polaroid. Oh mein fucking Gott, ich bin fast tot. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ha. Judgment. Schauen wir mal, ob wir ein HP ab rausholen können. Bin nur 1 im ersten Boss gestartet, kam irgendwie nicht ins Movement rein. Irgendwann muss ich auch mal Sekiro weiterspielen. Die fucking Bohne! Wollen die mir die Bohne andrehen? Das kann doch nicht sein. Das kann doch so nicht weitergehen. Ich habe über Weihnachten übrigens wieder Metroid Prime 2 gespielt. Ich kann erneut bestätigen, dass das Lied von hier... Random Dice Room Effekt. Ich kann mir bestätigen, dass das Lied von hier sehr stark wie die eine Festung am Ende von Metroid Prime 2 klingt. Oh mein fucking Gott, ich bin tot. Ich habe mich so drauf verlassen, dass ich das Polaroid habe. Ohne uns. Ich spiele meistens Metroid Prime ohne euch. Ich will aber dieses Jahr, ich will noch mehr von diesen super langen Videos machen, wo ich quasi ein Spiel in einem Video durchspiele. Und komme ich hier direkt zum Boss. Und ich will dafür... Oh mein Gott. Habt ihr gesehen, wie schnell diese dummen Tränen waren? Und was ich dafür auch machen will, ist ja die Metroid-Reihe. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall noch ein paar Metroid Prime-Gelegenheiten bekommen. Ich wollte gerade sagen, und kein Deal, aber das war abzusehen. Ich glaube, ich hätte gerne eine Bombe und würde vielleicht Abyss nochmal aufladen wollen. Ich glaube, das finde ich ganz frisch. Gott, diese Gegner. Oh Gott, außerdem, was habe ich alles verpasst? Von Dragonfire, 5 Monate, Recept, Zwiebelpanzer, 37, Mark Mullig, 4 Monate, Fjords Witt, 5 Monate, Nostrader, 18 Monate und Dark King, 51 Monate, Tier 2. Vielen lieben Dank. Oh ja, und ich habe nur 5,2 Damage. Können wahrscheinlich auch mehr sein. Bombenstark, stark. Starkes Ding ist das. Und jetzt sind wir quasi schon wieder zurück im Spiel. Vertraut mir einfach, okay? Vertraut mir einfach. Nicht so gut. 48 Hour Energy. Ziemlich. Nein, mit L2. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Und hier ist ein Tinted Rock. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich bin doch die Controllersteuerung immer noch nicht gewohnt. Ich kann mir noch nicht merken, wie ich Bomben lege und wie ich mein Spacebar-Item einsetze. Aber in dem Raum werden wir noch ein paar Bomben rausbekommen, also alles gut. Ohne Batterie? Noch mehr Bomben. Ja, seht ihr? Der Run ist wieder zurück. Der Run ist trotzdem noch zurück, okay? Spielst du es mit Controller? Keine Ahnung, an sich kann man sich präziser bewegen mit Controller und deswegen will ich mich da ein bisschen einfuchsen. Ein bisschen reinfuchsen.
So, ich will jetzt noch einmal meine Aufladung so voll bekommen, bevor ich die Batterie mitnehme. Minus 2 Luck hatte ich nicht die ganze Zeit über. Ich hatte auch mal weniger Minus Luck. Experimental Pill. Minus Range und plus Soul Heart? Was hat es jetzt gerade gebracht? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall eine Menge Bomben. Plus HP. Oh, okay. Und dem können wir ein bisschen spielen. Gönnen wir uns ein bisschen was. Da gönnen wir uns ein bisschen was, habe ich gesagt. Wir gönnen uns nämlich 4 Münzen, die wir aus dem Automaten wieder rausbekommen. Aber hey, noch haben wir eine Menge. Noch können wir eine Menge aufholen, okay? Das schätzen wir das mal bitte nicht. Noch ist alles möglich. Okay, das war schlecht. Das heißt, ich werde die Batterie mitnehmen müssen. Wir werden nämlich keine Aufladung mehr sonst zusammenbekommen. Ungünstig. Ich habe schon wieder eine Bombe gelegt. Vor allem, pass auf, wisst ihr, was mich irritiert? Pass auf. Das Item, das unten rechts in der Ecke ist, das setze ich mit RB ein, okay? Beziehungsweise mit R1. Kann ich mir so mal besser merken. Mit R1. Und mit R2 wechsle ich zwischen denen hin und her. Das oben links setze ich mit L2 ein und mit L1 lege ich die Bombe. Das heißt, es ist bei beiden Seiten irgendwie anders, mit welcher Taste man das tatsächliche Item einsetzt. Und das ist super irritierend für mich. Gibt es ein Ziel, was du mit Tainted Apollyon erreichen willst? Ja, wir gehen ganz entspannt zu The Lamb. Stell es doch um. Ganz normal. Wie ganz normal? Ja, jetzt stelle ich es erst recht nicht mehr um, weil dann werde ich noch mehr durcheinander kommen. Oh mein fucking Gott! Feuerrate minus 0,5. Warum habe ich Experimental Pill überhaupt eingesetzt? Ich denke, ich bin tot. Ehrlich gesagt. Oh mein Gott. Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo die Voice of Steel Pille her. Und so sind wir zurück im Spiel. Es ist so, als wären wir nie weg gewesen. Seht ihr, langsam kann ich mir merken, mit welcher Taste ich das Item einsetze. Unglaublich. Das Spiel lässt mich halt auch für nicht eine Sekunde mal zur Ruhe kommen. Immer muss mir irgendein anderes Schwachsinn entgegengeschleudert werden. Hier ist auch irgendwo ein Tinted Rock. Fühle ich doch. Ah, da ist keiner. Außer also von der Topsy. 31 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Hatte schon lange die Wheel of Fortune Karte eingesetzt. Ein Drittel Chance für Default-Effekt. Ja, aber ich will den Default-Effekt nicht. Den
will ich sogar überhaupt nicht. Oh mein fucking Gott, natürlich erwischt er mich noch. Natürlich werde ich von dem Shit-Angriff dann noch erwischt. Aber wir haben ja was Gutes. Theoretisch. Mit meinen minus 2 lag wahrscheinlich nicht so gut. Nein, könnte schlechter sein. Hätte auch besser sein können. Hätte durchaus besser sein können. Aber okay. Okay, das Wichtigste ist nicht getroffen werden. Ah ja, Bagger hängen nicht vom Lack ab. Stimmt. Gott! Ich habe die fucking Bombe sogar zur Seite geschossen, aber es reicht einfach nicht. Ah, das ist ein guter Raum. Der Raum ist ein guter. Da machen wir uns mal nichts vor. Vor allem hat er mir noch ein Herz gegeben. Oh. Starke Überlebensfertigkeit hier bewiesen. So, jetzt noch. Seht ihr, die Kisten kann man mit dem Controller so viel besser bewegen. Hey, mein niedrigster Stat ist die Feuerrate, wie es aussieht. Okay. Ich würde sagen, das war eher positiv. Ich würde sagen, das lief eher gut als schlecht. Und hier versteckt sich irgendwo ein Soulheart. Komm, das nehmen wir mit. Müssen wir rein. So, wenn ich euch genug Schaden zufüge, kann ich nochmal mein Buch einsetzen. Oder auch nicht. Oh, ich hätte vielleicht die Truhe mitnehmen sollen. Egal, wir bekommen bestimmt noch eine Bombe. Habe ich recht? Habe ich recht? Deine Stats sind aber auch gottlos scheiße. Ja, es ist ein bisschen durchwachsen. Das lässt sich natürlich nicht ausschließen, aber wir bekommen in der nächsten Ebene bekommen wir noch einen Shop und ich glaube sogar einen Goldraum. Ah, shit, wir bekommen noch einen Shop. Ich hätte mein ganzes Geld nicht einfach raushauen sollen. Ich habe das Trinket, mit dem man den Joel auf jeden Fall einen Shop. Ich glaube aber auch noch einen Goldraum bekommt. Das wird also noch enorm hilfreich. Wirklich keine Bombe mehr? Wirklich? 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 Okay. Oh, sind von NFT an Ted 13 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Stark die Augen losgeworden. Ohne Probleme. Ich wollte gerade sagen, einfach nur auf Dodging konzentrieren und dann wurde ich getroffen. Wir nehmen eins mit. Eins nehmen wir mit. Aber welches nehmen wir mit? Alle. Gallo ist an sich gut, aber eigentlich auch nicht. Ja, das war nicht gut. Oh nein, warte, die Krone ist jetzt aktiv, weil ich nur ein Herz habe. Warte, die Krone ist ja jetzt aktiv. Und gibt mir einen dicken Bonus. Ein dicker, fetter Bonus.
komplett vergessen. Oh Gott, ich kann mein Herz nicht sehen. Oh, das gibt dem ganzen Run den gewissen Nervenkitzel. Würde ich einfach mal sagen. Geilo Denier. Was soll ich machen? Könnte ich einfach mit 3 Herzen weitergehen. Ich meine, Geilo in Kombination mit der Batterie, die ich habe, wäre super gut gewesen. Dann habe ich keine Zweifel. Ich brauche auch echt dringend HP. Mein Gott, aber meine Feuerrate ist so enorm inzwischen durch die Krone. Ich hätte übrigens nichts dagegen, wenn ich irgendwo eine Bombe herbekomme, Spiel. Nur so ein kleiner Hinweis am Rande, was ich mir zu Weihnachten wünschen würde. Eine Bombe vielleicht? Unter Umständen? Nein? Warum bekomme ich keine Bombe? Warum bekomme ich keine Bomben in diesem Run? Was soll das? Ach Gott. Immer noch keine Bombe. Immer noch keine Bombe für mich. Kann es eigentlich sein, dass ich mein Spacebar-Item nicht auflade, wenn ich Gegner... ich lade es nicht auf, wenn ich Gegner mit den Fliegen angreife. Das ist mies. Das ist extrem mies für mich tatsächlich. Denn ich greife viele Gegner mit meinen Fliegen an. Oh, da hast du doch eine Bombe. Wo ist überhaupt mein versprochener Shop und Goldraum? Vielleicht haben die im Shop ja eine Bombe. Oh, fuck! Aber hey, da ist der Goldraum. Da ist der Goldraum, der uns versprochen wurde. Okay. Sagenhaft schlechter Shop. Aber. Aber, pass auf. Remote Detonator gibt 5 Bomben. Random Item Effect for the current room. Ah, fuck, das ist ein Spacebar-Item. Wir haben auf jeden Fall 2 Secret Rooms, die wir mitnehmen können. Und... Das war abzusehen. So, da will ich auf jeden Fall ran. Was soll ich mit diesen ganzen Schlüsseln? Wollt ihr mich beleidigen? Also wirklich, was soll ich damit? Es läuft nicht so gut bisher. Das ist halt auch nicht so gut, wie es jetzt zunächst aussieht. Wenn ich irgendwo eine HP abherbekommen könnte, wäre es fantastisch. Können wir nämlich mit dem Cursed Room was machen, aber so ist es ein bisschen nutzlos. Ich habe ein halbes Soul Art bekommen, also... ist auch nicht nichts. Traue ich mich schon reinzugehen? Wir gehen rein. Wir gehen rein. Schauen. Jetzt den Ultra-Instinkt auslösen. Nicht geklappt. Okay.
Immer schön in Bewegung bleiben. Puh, okay. Okay, 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 okay. Ich denke, wir gehen weiter, oder? Wir gehen weiter. Der leichte Teil ist geschafft. Ja, jetzt kommen meine nicht vorhandenen Gratis-Items. Ach, keine Sorge, ich kann ja zu Mega-Satan gehen. Ah, das Problem ist, wenn ich ein Item mitnehme, verliere ich den Effekt meiner Krone. Oh, ich habe keine Karte. Oh ja, das Item im Goldraum hätte ich noch zu einer Fliege machen sollen. Kann ich die zufälligerweise... Nein, kann ich nicht. Cool. Da habe ich eine Abyss-Aufladung verschwendet für absolut nichts. Gott. Yeah! Habt ihr es gesehen? Kannst die Items beim Aufheben auch aufsaugen? Warum sollte ich das machen? Ich will sie nicht aufheben. Das ist so das Hauptproblem. Okay. Puh. Wie hast du kein Damage genommen? Ich weiß es nicht. Manchmal läuft's gut. Manchmal läuft's einfach gut. So wie der Raum gerade auch. Manchmal läuft's einfach gut. Oh mein fucking Gott, was ist das hier gerade? Ich hätte übrigens nichts gegen eine Kiste. Ich meine, das Trinket zu gulpen bringt an dem Punkt überhaupt nichts, aber danke, denke ich. Chubb könnte eventuell viele Aufladungen für mein... Yeah, Chubb gibt viele Aufladungen für mein Buch. Oh, das ist ein Hit. Schau ich das an. Nö. Ja, okay. Ich will mich nicht so sehr selbst loben, aber können wir anmerken, dass dieser Darkroom bisher erschreckend gut läuft. Ist nicht mehr so, als ob ich nur super leichte Räume gehabt hätte oder so. Ich wollte gerade sagen, der Raum könnte natürlich mein Ende werden. Und das kann er auch. Denn diese Sensen sind schnell unterwegs. Die sind extrem schnell sogar unterwegs. Was soll denn das? Warum sind die Sensen so schnell? Oh mein Gott. Habt ihr gesehen, wie fucking schnell diese Sensen waren? Ich dachte kurz, hier wäre eine Kiste gedroppt, aber es ist nur ein dummer Schlüssel. Isaac Pro, hiernach erstmal Tainted Jacob. Ich kann dich nicht lesen. Du hast nämlich ein Wort geschrieben, das er sich nicht sehen kann. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Drei Stück? Oh Gott! Ich
Keine Sorge, jetzt sind es nur doppelt so viele. Also alles ganz geschmeidig soweit. Wisst ihr, wenn ich tatsächlich Schaden austeilen würde, wäre das alles kein Problem. Na, ich glaube, auch dann wäre dieser Raum ein Problem. Oh, ein Elend war dieser Raum. Wollt ihr mich verarschen? Spielst du allgemein deutlich besser als ich, obwohl ich mehr spiele? Ja, ich habe die letzten Tage ein paar Runs gemacht, also... Ich bin jetzt auch nicht komplett draußen aus dem Spiel. Muss man fairerweise sagen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hätte eigentlich Schaden nehmen sollen, also das war gut. Kann ich hier viel für mein Buch rausholen? Drei Mega-Fettis sind das hier. Ich weiß nicht genau, wovon du redest, Streamer, aber für mich sieht das eher aus, als ob du im Spiel eingebaut wurdest. Wurde ich eigentlich vorhin einmal getroffen von dem Mega-Fetti irgendwie? Oder habe ich mir das eingebildet? Ich schwöre, dass mich gerade eben einer, also inzwischen ist es nicht mehr gerade eben, aber dass mich vorhin einer getroffen hat. Okay. Nicht, dass es hier einen Unterschied macht. Gerade eben hatte ich einen erwischt. Okay. Ausnahmsweise bin ich nicht traurig. Oh, Lucky Solard. Ausnahmsweise war ich nicht traurig darüber. Oh Gott. Oh Gott. Au. Fuck! Ja, wie legt man am Controller Items ab, beziehungsweise Karten? Select gedrückt lassen? Nein, wie legt man am Controller Karten ab? Wenn ich nochmal nachlesen kann, was sie macht. Remove Isaac's oldest passive item, ignoring starting item. Das machen wir auf jeden Fall. Ich konnte es auch so nachlesen, wenn man die Karte offen hat, aber... Was ist dieser Raum gerade? Was? Oh nein. Oh, ich bekomme nicht... Oh Gott, ich bekomme so schlechte Räume. Und ein paar Backsteps. Gott. Okay. Meine Equals Power wird jetzt stark. Ich hoffe nicht. Oh Gott. Komm schon. Nein. Nein! Oh nein.
Erinnert dich noch damals, als The Mask of Infamy auch so einer der anstrengendsten Bosskämpfe im gesamten Spiel war? Das waren Zeiten. Und sich dann dachte, oh nein, nicht die Maske schon wieder. Ich habe doch gar kein Brimstone. Was soll ich denn jetzt machen dagegen? Ich habe halt auch null Kisten gedroppt bekommen. Null. Null Kisten. Geschenkter Raum. Geschenkter Raum ist ein Traum. Eine Bombe. Jetzt mal mehr Glück gelevelt. Ja, hätte ich. Dann hätte ich mehr Kisten. Ja, war ein Versuch wert. Außerdem von Dautelus, 11 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Ich weiß, dass ich minus 2 Luck habe. Man kann trotzdem eine Kiste mal gedroppt bekommen. Fuck! Da stampft der auch immer so fucking random überall hin. Gott. Okay. Los geht's. Stark. Warum ist meine Feuerrate so hoch? War die immer so hoch? Also ich weiß, dass die Krone auf jeden Fall dazu beiträgt, aber scheint mir trotzdem sehr hoch zu sein. Fuck! Nein! Buch! Oh! Keine Ehrenrunde. Keine Ehrenrunde. Wir sind hier raus. Oh mein Gott. Ohne Probleme. Ohne Probleme. Cricket Lag. Schön. Das ist bestimmt ein Trinket, das einfach nichts bringt. Oh mein Gott. Das war eine knappe Kiste.